So. Dann können wir da drüben ja weitermachen. Wieder alle platt machen. Ja, ich lass mal Smetboard an erster Stelle. Wer bist du hier? Überall sind Brennnesseln. Und ich trage Shorts. So ein Mist. Da. Was bist du denn? Angeber oder was? Teenager möchte kämpfen. Ein Radfratz. Level 11. Konfusion. Das ist schön, dass ich jetzt zweimal hintereinander... Ach Mann! Rutenschlag, sehr schön. Dass ich jetzt zweimal hintereinander angreifen durfte. Es wird bald 133. Rettern! Das ist doch das. Das Schlangen-Pokémon, was... Ach Gott, wie hieß sie? Hä? Und James! Team Rocket. Ach, die weibliche Person von Team Rocket. Fällt der Name? Jesse! Jesse! Jesse hat doch einen Rettern gehabt, oder nicht? Nö. Aber es kann mich wieder vergiften. Oh, das war gut. Silberblick. Macht, glaube ich, nur irgendein, ja, Verteidigungsbla. Tackle. Was? Hat doch so ein kleinen Fitzel. Okay. Smetbo erreicht Level 13. Das heißt, wir werden jetzt Smetbo nach hinten schieben. Smetbo versucht, Giftpuder zu erlernen. Aber Smetbo kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Giftpuder vergessen werden? Ja. Gerne Härtner. Härtner benutze ich eh nicht. 1, 2, schwupp. Smetbo hat Härtner vergessen. Und... Smetbo lernt Giftpuder, weil jetzt können wir den Gegner vergiften. Und Gift ist gut. Wäre ich doch heute nur daheim geblieben. Ja. Hätte er eine Fahrradkette. Obwohl er nicht hätte gesagt hat, aber. Das heißt, wir wechseln Smetbo mit Dennis. So. Und danach ist dann der gute Lars an der Reihe zu leveln. So, guten Tag. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. So, wer bist du? Auch ein Käfersammler. Käfersammler möchte kämpfen. Wie viel hat er? 4? Aber Level 9, okay. Pika! Hier, Donnerschock ist, glaube ich, ganz gut. Ja, wir sind jetzt vergiftet. Ja, ist gut. Okay, Hornio wäre schon mal hinüber. 99. Ja, toll, jetzt ist Dennis schon Level 13. Kokuna. Kokuna kommt aus Hornio, wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Was dann aus Kokuna wird, weiß ich nicht. Ah, Ruckzuck-Hieb. Ah, ich glaube, dann ist... die Elektro-Sachen sind dann, glaube ich, doch besser. Ja, ja. Raupi. Nö, wir bleiben wieder bei Dennis. Donnerschock. Er hat halt viele Pokémon, aber die sind halt alle so ein bisschen unterlevelt irgendwie. Im Gegensatz zu den ganzen anderen, die hier jetzt waren. Aber Safcon? Weil der macht eh wieder nur Härtner. Ah, fast! Hab ich doch gesagt, Härtner. Okay, machen wir hier noch Ruckzuck-Hieb hinterher und dann war's das. Okay. Dann können wir jetzt direkt schon wieder wechseln.
Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ja. Dann fangen ja mal so welche. So, jetzt... Warum hat Dennis eigentlich keine Farbe? Alle anderen sind hier gelb, außer Dennis. Und Dennis ist normalerweise gelb. So, Lars gegen Dennis. So. Guten Tag. Tutengag. Warum schaust du mich so fasziniert an? Göre, ne? Göre. Ja, Göre. Göre möchte kämpfen. Zwei Pokémon. Radfratz. Los, Lars! Windstoß. Ja, mach du mal deinen Rutenschlag. Oh, das war schon mal ganz gut. Ah, wieder so ein Fitzel. Der Böse macht nur guten Schlag. Ja, ist gut. Okay. Okay, jetzt sind wir alle Level 13. Gut. Dann bleibt jetzt Lars aber so... Ach, Nidoran männlich. Lars bleibt jetzt so lange an der Spitze, bis er Level 14 ist und wird er wieder nach hinten geschoben. Das ist jetzt so mein Plan. Ach komm, du dein Kack-Silberblick, ey. Yay. Bleib immer nett. 150. Guten Tag. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Was hast du denn für neue Pokémon? Käfersammler, das heißt also Käferzeug. Raupi. Natürlich. Ruckzuckhieb. Fadenschluss, jo. Nochmal Fadenschluss. Aber diesmal funktioniert er wenigstens. Okay, erstes Pokémon wäre besiegt. Ey, Taubsi lässt sich so schnell leveln, ne? Oder meine ich das nur? Safcon. Nee, das machen wir jetzt auch noch mit dem Lars. Aber das lässt sich echt schnell leveln, oder? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Weil das halt so hohe Pokémon sind vom Level her. Was ist denn da passiert? ...169 EP. Du hast meine Pokémon besiegt. Ach, das hat nicht mit der Stimme vorhin übereingestimmt. Ich wollte wieder drehen. Und zwar kommt der Lars nach ganz hinten. Und der Alex nach vorne? Ja, ist eigentlich ganz gut, weil er hat auch volle EP. KP. Kein Plan hat er. So, die haben wir hier oben alle besiegt. Okay, dann müssen wir so drüber. Weil den einen, der da jetzt noch so rumsteht, den möchte ich eigentlich auch noch ganz gern besiegen. Guten Tag. Hey, ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Das war der, der sich beschwert hat, dass überall Brennnesseln sind. Okay, Teenager. Teenager möchte kämpfen, hat nur ein Pokémon. Ein Habitak. Level 14. Oh, Doppelkick hier. Ist das gut? Ah, Silberblick, das ist schön. Aber dadurch sinkt meine Verteidigung. Aber bitte mach jetzt gleich nochmal Silberblick. Nochmal Silberblick.
Schieberblick, Schieberblick, Schieberblick. Schnaube. Ja. Oh, oh, oh. Okay, super. Toll! Alex ist jetzt auch Level 14. Können wir schon wieder durchtauschen. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück ins Pokémon Center. Ich weiß nämlich nicht, wie weit das jetzt noch von hier aus ist. Ja. Und dann wechseln wir jetzt gleich nochmal. Ja, bitte. Ach, jetzt habe ich B gedrückt zu früh. So, jetzt kann ich B drücken. Das ist mein Bett übrigens, was so knarzt. Ja, es ist super toll. So. Mit Smetbo könnten wir eigentlich tauschen, aber ich möchte gerne, dass Dennis aufsteigt. Weil Dennis ist ja Dennis. so. Jetzt ist Dennis wieder ganz oben. Kann der auch aufsteigen. Ja. Und hier drüben machen wir jetzt soweit alles fertig. Was steht hier eigentlich überhaupt? Achtung! Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie dienstliche Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Mamoria City. Okay. So, die haben ja alle besiegt. Oh, da ist auch noch jemand. Hallo! Huch! Sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Natürlich! So, wer bist du denn? Göre möchte kämpfen. Ein Pokémon. Ein Pummeluff! Das sieht sehr psycho aus. Donnerschock. Kommt bestimmt gut bei Pummeluff. Aussetzer. Was ist eigentlich mit Donnerwelle? Donnerwelle macht doch nur... Aussetzer. Dennis Donnerschock wird blockiert. Ach so. Donnerwelle macht, glaube ich, nur... Dingsbums, deswegen... Dennis wird nicht mehr blockiert. Das hat ja sehr lange angehalten. Gesang. Ach nö, jetzt pennt das. Dennis schläft. Ich habe aber, glaube ich, auch keinen Aufwacher. Deswegen wechseln wir jetzt einfach. Smetbo! Ich weiß gar nicht, was ist denn Pummeluff? Hat keine Wirkung. Na gut. Dennis ist Level 14. Dennis erreicht Level 14. Super! Smetbo-Held. Ja, sehr schön. Das heißt, jetzt können wir nochmal durchwechseln. Auf Smetbo. Smetbo kommt an erste Stelle und wird jetzt auf Level 15 gelevelt. So, was ist denn hier unten? Hier ist gar nichts. Sind hier denn noch so schöne Pokémon, die man fangen kann? Zum Beispiel ein Sichlau oder so? Ein Mankey? Ist das ein Mankey? Ein Mankey! Ich möchte gerne einen Mankey haben! Bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten! Mankey? Halt, halt! Oh Gott! Das war sehr effektiv. Oh, ich möchte gerne Mankey haben. Noch ein Mankey. Level 9. Okay, ich darf keine Konfusion machen, weil das tötet das direkt. Tackle. Okay, das ist gut. Fußkick. In was entwickelt sich denn Mankey? Jetzt habe ich Angst, wenn ich es nochmal angreife, dass es dann tot ist. Aber ich versuch's einfach. Ah! Okay. Perfekt zum Fangen. Gut, dass ich mir noch ein paar Pokébälle gekauft habe.
Yay! Wunderbar, Menki wurde gefangen. Für Menki wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt.